Stein trotzdem auf mich, die Penner. Ist das hier richtig? Franklin Weiss. Okay, ja, ich bin richtig. Die Tür gibt nicht nach. Hey, Mister. Sind Sie Glenn B? Ja? Wer sind Sie? Charles Reed, Privatdetektiv. Der Mann, der für Ihren Mord den Kopf hinhalten muss. Oh, wie haben Sie mich gefunden? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Machen Sie die Sache nicht noch schlimmer und beantworten Sie meine Fragen. Warum haben Sie Johannes van der Berg ermordet? Ich hatte keine andere Wahl. Ich bin ein rechtschaffener Bürger, Sir. Ich habe Familie. Meine liebe Evelyn und Michael, unseren Sohn. Ich wollte es nicht tun, aber die beiden wurden entführt. Ich kenne diesen Johann nicht einmal, oder wie auch immer er heißt. Wir sehen uns ziemlich ähnlich, finden Sie nicht auch? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon immer so aus und bin genauso überrascht wie Sie. Haben Sie Verwandtschaft in Boston? Nicht, dass ich wüsste. Meine Familie stammt aus Providence, Rhode Island. Eine weitere Kuriosität dieser Stadt für meine Liste. Aus Providence. Lovecraft kam aus Providence. Wissen Sie, wer Ihre Familie entführt hat? Eine Bande. Aber ich habe keinen dieser Kerle je zuvor gesehen. Einer von ihnen, ich glaube, er heißt Will, gab mir einen Revolver. Aber ich weiß nicht, ob er irgendjemand Besonderes ist. Das ist alles, was ich weiß. Das schwöre ich. Beschreiben Sie, wie sich die Entführung abgespielt hat. Die Entführer brachen in unsere Wohnung ein, als ich nicht da war. Ich kam nach Hause und sah die aufgebrochene Tür. Es gab Anzeichen eines Kampfes. Und meine Familie, die arme Evelyn, spurlos verschwunden. Haben Sie nicht in Erwägung gezogen, die Polizei zu alarmieren? Warum ließen Sie sich nicht helfen? Ich wollte die Polizei rufen, wirklich. Aber die Entführer schickten mir... Oh, ich kann nicht. Was sie geschickt haben, liegt noch auf dem Tisch. Ich traue mich nicht, es anzufassen. Ich muss mir den Ort des Geschehens genauer ansehen. Wenn es denn sein muss, die nächste Tür. Ich habe abgeschlossen, damit niemand rein kann. Und damit ich mir das alles nicht noch einmal ansehen muss. Nehmen wir an, ich schenke Ihnen Glauben und Sie haben getan, was die Entführer von Ihnen verlangten. Wo sind Ihre Frau und Ihr Sohn? Das weiß ich nicht. Der Anführer der Bande hat versprochen, sie nach dem Mord gehen zu lassen, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Mir ist klar, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, aber können wir uns vielleicht irgendwie einigen? Bitte. Hängt davon ab, was Sie zu bieten haben. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe einen Menschen getötet und Sie mussten dafür auch noch den Kopf hinhalten. Ich werde mich der Polizei stellen und reinen Tisch machen. Wenn ich der Polizei die Waffe gebe, müssen Sie mir glauben. Aber ich kann mich nicht stellen, solange ich nicht weiß, dass meine Familie wohlauf ist. Ich soll also Ihre Familie retten, um dadurch meine eigene Haut zu retten. Habe ich das richtig verstanden? Im Großen und Ganzen, ja. Und, was sagen Sie? Einverstanden. Mir gefällt das alles zwar ganz und gar nicht, aber ich mache es. Danke. Sie haben das Herz am rechten Fleck, Mr. Reed. Es tut mir leid, dass ich Sie in diese Lage gebracht habe, aber ich werde es wieder gut machen. Versprochen. Oh, Kill. Johannes Vanderberg or they will die. Hier stand etwas geschrieben, aber es wurde abgewaschen. Zumindest teilweise. An dem Finger steckt noch der Ehering. Wie kann man nur so grausam sein und einem Menschen so etwas antun? Im Umschlag steckt eine Nachricht. Wie wir sehen, scheinen Sie noch etwas zögerlich zu sein. Hier ist etwas für Sie als Anreiz, die Sache zu erledigen.
Was für kranke Motherfucker. Alt, aber blank geputzt. Der Besitzer des Grammophons kümmert sich gut darum. Aha, das Zuhause einer Frauenrechtlerin. Woman work, woman vote. Aha. Gute Kerle hat sich eine Feministin gesucht. Überall, wo ich auftauche, finde ich Blut vor. Crepe, Seide und Spitze. Muss ein schönes Kleid gewesen sein, bevor es zerrissen wurde. Wird nicht leicht, die Tür wieder in Ordnung zu bringen. Einige der Bretter sehen wie neu aus. Kein bisschen Staub zu sehen. Oh, sie hat Geige gespielt. Merkels Tagebuch. Okay, stimmt, könnte auch der Sohn gewesen sein, der Geige spielt. Vielleicht. Mom hat einen neuen. Die beiden scheinen es ernst zu meinen. Ich hoffe, dieser Mann wird Mom nicht so dumm, nicht so zum Weinen bringen wie Dad. Glenn scheint ein netter Kerl zu sein. Er hat mir seine Briefmarkensammlung gezeigt und ein tolles Modellauto geschenkt. Mom hat wieder geheiratet. Sie sah so schön in ihrem Brautkleid aus und glücklich. Gestern Abend war ein Kerl mit einem grauenhaften gelben Schal hier. Hat ziemlich viele Fragen über Dad gestellt. Oh, ich nenne ihn schon Dad. Ich habe nichts gesagt und ihn gebeten zu gehen. Aber heute... Der Eintrag endet an dieser Stelle. Joy sieht auf dem Plakat wirklich hübsch aus. Ich würde sie gerne einmal singen hören. Ah, ob das noch was wird mit der guten Joy. 3 Jahre, bis sie die Naht entfernen darf. Einige der Bretter sehen wie neu aus. Kein bisschen Staub zu sehen. Hast du irgendwas vergessen hier? Ich habe jedenfalls noch nicht alle Hinweise gefunden. Okay. Hier stand etwas geschrieben, aber es wurde abgewaschen, zumindest teilweise. Da. Wer kommt schon auf die Idee, eine Schaufel als Waffe zu benutzen? Oh, Moment. Ja, wer kommt nur auf so eine Idee? Komm nach, wenn du fertig bist. Und verschwende keine Zeit, um unten Martin zu helfen. Er ist unwichtig. Lassen Sie meine Mom in Ruhe. Aufmachen! Oder ich trete die Tür ein! Ich glaube, langsam wird mir alles klar. Aufmachen! Oder ich trete die Tür ein! Lassen Sie meine Mom in Ruhe. Komm nach, wenn du fertig bist. Verschwende keine Zeit, um unten Martin zu helfen. Er ist unwichtig. Eine Bande verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und entführte Mutter und Sohn. Der Sohn wehrte sich und einer der Angreifer fiel nach unten. Daraufhin verschwanden die anderen mit Mutter und Sohn. Okay. Ich muss in den Raum unter uns. Wie kommt man da rein? Sie wollen in die Küche? Sie ist abgeschlossen. Was wollen Sie dort? Einer der Entführer fiel durch das Loch im Boden. Vielleicht finde ich etwas, das uns weiterbringt, wenn ich mich dort umsehe. Wow. Woher wissen Sie das? Ihr Detektive seid ganz schön clever. Das würde die zerbrochenen Bretter erklären. Ich gebe Ihnen den Schlüssel. Ach, und entschuldigen Sie bitte die Unordnung. Ich gehe.
Scheiße. Okay, ein Schuss hat gereicht. Perfekt. Ups. Ich dachte, das wären vielleicht Explosivdinger. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Deine Schwester Peg. Das war sicher keine weiche Landung. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Aber er scheint ja noch... scheint bis ganz nach unten zu sein. Hat ihn angegriffen. Ach du Schande. Wo habe ich so viel Schaden bekommen? Viecher werden von Mal zu Mal gefährlicher. Also, ach, hier ist er. Okay. Mal sehen, was da drin ist. Abgerissenes Stück einer Karte. In der Tasche des toten Bandenmitglieds fand ich ein Stück einer Karte, das den südlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor zeigt. Eines der Häuser in der Eagle Street nördlich der Kreuzung mit der Skipper Road ist mit einem roten Kreis markiert. Okay. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Da also, okay. Zum nächsten Schnellreisepunkt und dann schauen wir mal, was das für eine Bande ist. Und warum sie gerade Johannes tot sehen wollten, ist halt auch noch so eine interessante Sache. Was hat Johannes getan? Wie hat er sich Feinde verschafft? Und wen? Ich auch in das Versteck der Carpenters. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ist hier mittlerweile gar nichts mehr.
Naja, hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas gibt. Schon wieder diese seltsame Formation, die da aus dem Boden kommt. Skipper und ihr, das bedeutet, hier ist es. Irgendjemand bewegt sich über mir. Das gefällt mir schon mal nicht. Was ist das da nochmal für ein Zeichen? Ich meine, das schon mal gesehen zu haben, bin mir aber nicht so sicher. Ich kann mich natürlich auch irren. Hey, Billy. Ich muss sagen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, konnte ich sie besser leiden. Geht mir genauso. Hab schon gehört, dass sie kommen werden. Aber gehofft, dass sie es bleiben lassen. Was halten Sie davon? Sie verschwinden wieder und ich vergesse, dass Sie hier waren. Wer ist Billy? Woher kenne ich den nochmal? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis über so unwichtige Leute. Warum sind die Byers für Sie so wichtig, dass Sie sie entführt haben? In dieser Borg sind mächtige Geschöpfe am Werk. Und man sollte sich hüten, ihre Beweggründe in Frage zu stellen. Also verschwinden Sie besser. Solange ich Sie noch höflich darum bitte, Charlie. Wie oft eigentlich noch? Ich heiße Charles. Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Dass man sie so leicht aus der Fassung bringen kann. Billy, eine Familie zu entführen, passt nicht zu Ihnen. Lassen Sie sie gehen, dann kommen wir beide heil aus dieser Sache raus. Das wird leider nichts. Es gibt einen triftigen Grund, warum wir die Byers festhalten. Wenn die Zeit reif ist, lassen wir sie frei. Billy, ich will weder mich noch Sie in Schwierigkeiten bringen. Byers hat getan, was Sie von ihm gefordert haben. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Zum allerletzten Mal verschwinden Sie. Ich habe Ihnen schon mal das Leben gerettet. Und das ist hier ja, das zweite Mal. Der Besoffene, Leute, der mich gerettet hat, ich die Haut rette, liegen mir immer sehr am Herzen. Eine kleine Schwäche von mir. Es würde mich traurig machen, Sie zu töten, Charles. Aber falls ich muss, werde ich genau das tun. Tut mir leid, Billy. Hier geht es um mehr als Sie und mich. Möge der Bessere gewinnen.